Ja, einen guten Nachmittag. Es geht heute um die Seite 209 in Grundwissen Bahn, und zwar Bremshundertstel berechnen. Wozu brauchen wir die? Wie funktioniert das und so weiter? Es gibt ja diese Formel, aber was setzt man dafür ein und was passiert da so? Und ich gehe gleich auf diese Berechnung ein. Schauen wir uns mal diesen Text an. Ihr könnt auf dieses Dokument hier, dieses, könnt ihr zugreifen. Ich habe das unten unter der Videobeschreibung. Also in der Videobeschreibung habe ich einen Link zu diesem Dokument angefügt, und da könnt ihr dann noch auf alle Links gehen. Also zum Beispiel, wo es um das Thema Raumabstand geht oder. Da öffnen sich dann die entsprechenden Erklärungen. Gut. Wer nicht weiß, was das rote oder das andere bedeutet, schaut nochmal auf das vorherige Video. Energieerhaltungssatz muss ich wohl kaum viel dafür sagen. Wir wissen alle, dass Energie nicht verloren geht und dass die bloß von einer Form in die andere umgewandelt wird, und da das hier blau ist, kann man hier auch noch mal, ja, kann man dann eben auch auf Erklärungen, die ich aus der Physik gebe, mit zurückgreifen. Aber zu dem ganzen Thema Bremsen und Bremshundertstel. Da steht hier im Text einiges. Da sagt man sich, ja, schon gut, aber Bremsgewicht und was soll das sein? Und Bremsgewicht hin, Bremshundertstel auch noch, dann so eine Formel. Ja, was setze ich denn für dieses Bremsgewicht ein? Gehen wir mal auf das Bremsgewicht. Ich habe das hier, Moment, ich habe hier nochmal einen Link angefügt, wozu ist eine Bremsung da? Und da sollte man sich einiger Dinge bewusst werden, bevor man dann auf die anderen Dinge kommt. Eine Betriebsbremsung ist während des normalen Betriebes. Eine Vollbremsung ist nicht voll auf die Eisen gehen, sondern da heißt es auch, das ist übrigens ein meiner Meinung nach super Seite. Da heißt es, eine Vollbremsung ist eine beabsichtigte Bremsung, klar, die durch den Triebfahrzeugführer ausgelöst wird. Aber er bremst eben nicht Volldampf, sondern er lässt praktisch noch einen gewissen Druck in der Leitung. Wir wissen ja, dass es eine indirekte Bremsung ist, die also so funktioniert, dass wenn ich den Druck auf der Hauptleitung absenke, dass dann automatisch der Druck aus den Bremskesseln, praktisch aus den Extrakesseln, die jedem Wagen eigen sind, dass der dann wirkt. So, und wenn ich den in der Hauptleitung nur ein bisschen absenke, verhältnismäßig, dann ist das eben keine echte Vollbremsung. Keine Vollbremsung, wie wir sie kennen. Das dagegen ist eine Schnellbremsung, und die ist wichtig zu wissen. Und zwar, das heißt, hier wird vollständig entlüftet. Wozu brauchen wir das? Werden wir gleich nochmal sehen. Und zwar Bremshundertstel und Bremskraft und so weiter. Also, was ist das Bremsgewicht? Denn darauf kommen wir automatisch, wenn es um das Thema Bremshundertstel geht. Bremshundertstel steht hier allerlei mit Einstellwert und so weiter. Bremshundertstel, da steht der Satz, bei gleich vielen Bremshundertsteln und gleicher Bremsart haben verschiedene Züge bei einer Schnellbremsung, das war die eben erwähnte, aus gleicher Geschwindigkeit den gleichen Bremswert. Das heißt also, diese Bremshundertstel sind eine Art Einheitswert, mit dem man bestimmte Züge vergleichen kann. Ich komme gleich auch nochmal darauf zurück, auf die Berechnung und was das noch bedeutet. Aber zum Bremsgewicht. Bremsgewicht kann man ganz einfach auch bei Wikipedia mal nachgucken. Bremsgewicht ist kein echtes Gewicht, sondern das ist das Gewicht, was ermittelt, versuchsmäßig ermittelt wurde und letzten Endes sich dann so durch die Jahre gehalten hat. Geht gar nicht erst auf die frühere Erklärung des Bremsgewichtes ein. Nur mal ein Beispiel. Hier so eine Lok hier, so eine E-Lok, die hat eine Vmax von 140 km/h, ein Dienstgewicht von 84 Tonnen, aber ein Bremsgewicht bei einer rapiden, also Schnellbremsung von 100 Tonnen und bei einem Güterzugbremsung von 72 Tonnen. Ist ja nur seltsam. Was macht man aber damit? Jetzt gibt es noch die verschiedensten Loks, also es wird praktisch extra angegeben. Jetzt kann man aus diesem ganzen Kram auch nochmal praktisch ermitteln, wie gut bremst ein ganzer Zug. Jetzt kommen wir zurück auf die eigentliche Geschichte. Und zwar hier nochmal Bremsgewicht. Ne? Ich vergleiche mal die Lok mit Bremshundertsteln. Da hat die Lok bei einer Rapidbremsung 125% und 90%. Wie kommt das? Wie hängt das zusammen? Und da gehe ich mal auf Folgendes. Und zwar hatte ich ja hier unter der Aufstellung, hatte ich ja eine Beispielrechnung. Und wie man die macht, die zeige ich mal ganz kurz. Hier ist die Beispielrechnung. Wir haben eine Zuggesamtmasse mit verschiedenen Waggons, ne? Also eine 1116-Lok,
dann 6-mal bestimmte Waggons und einen Steuerwagen zusammen und die haben dann bestimmte Zugmasse insgesamt. Da rechnet man einfach, dass die Gesamtzugmasse, die schreibt man unten drunter, einfach die Formel nehmen, einsetzen. Hier kommen die ganzen Tonnen von den verschiedenen Zugeinheiten bzw. Wagen. Und hier oben kommt das sogenannte Bremsgewicht und das muss ich mir ablesen. Beziehungsweise das kann man auch auf den Wagen ablesen. Wozu macht man das? Ganz einfach, das Wichtigste ist an der ganzen Geschichte, dass wenn ich bestimmte Bremshundertstel ermittelt habe, na, dann zum Schluss zusammenrechnen, das ist ja nur nichts Besonderes. Lediglich aufpassen, zum Schluss mal ein Hundert nehmen. Zum Schluss erst die ganzen Einzelrechnungen machen und dann zum Schluss. Wenn ich diese habe, diese Bremshundertstel, dann kann ich sagen, ich kann bei einer bestimmten Geschwindigkeit davon ausgehen, dass mein Zug auch sicher innerhalb einer vorgegebenen Strecke, entweder 700 Meter oder 1000 Meter, zum Stehen kommt. Das ist ja das Wichtige. Wir hatten ja gesagt, letzten Endes, die Bremsen sind ja alle ganz schön und gut, aber wozu sind sie? Hier kommt das, ne? Und zwar innerhalb eines Raumabstandes. Das ist der Abstand, kann ich auch nochmal zeigen, das ist der Abstand zwischen zwei Zügen, die losgefahren sind und die letzten Endes, das macht man schon seit ewig so, wo letzten Endes man einfach sagt, okay, nehmen wir die 1000 Meter, dann, wenn ein Zug vorne kaputt geht und der andere droht hinten aufzudonnern, dann hat man innerhalb der 1000 Meter noch die Möglichkeit, den Zug insgesamt zum Stehen zu bringen. Das Wichtige ist also, wenn ich diese Bremshundertstel ermitteln kann, dann kann ich sagen, okay, wenn die entsprechend gut genug sind, also 200 noch was Prozent, was wir eben hatten, wenn die entsprechend gut genug sind, dann bedeutet das, ich kann meinen Zug, hier 211 Prozent, pardon, kann meinen Zug wirklich zum Stehen bringen innerhalb der 1000 Meter bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Hier in diesem Fall gemäß Buchfahrplan sind für die Strecke Wien-Bregenz 191 Bremshundertstel erforderlich. Für die Strecke, auf der gesamten Strecke gilt das, um eben den Zug im Notfall zum Stehen zu bringen, und zwar mit Schnellbremsung. Und nimmt man diese zwei Railjet-Garnituren, also hier diese ganze Sache, ruhig mal zwei, ja, dann ändert das nichts, weil ja jeder Wagen und jedes einzelne Zugbestandteil Bremsen hat, dann erhöhen sich zwar das Bremsgewicht und die Zugmasse auf das Doppelte, aber wenn ich hier oben mal zwei nehme und hier unten mal zwei, kommen trotzdem die 211 Prozent raus. Prozent habe ich in Klammern geschrieben, weil wenn man das nur dimensionslos durcheinander dividiert und auch wenn man es mal 100 nimmt, kommt nicht das Wort Prozent hinterher, sondern das nimmt man an, weil man sagt pro Hundertstel. Also, nochmal kurz gesagt, Bremshundertstel sind sehr nützlich, wenn man die weiß, weil man dann weiß, dass man auf vorgegebenen Strecken immer im Notfall mit einer Schnellbremsung, also voll, nicht eine Vollbremsung, ist ja eigentlich eine gewollte, vorsichtigere, aber mit einer Schnellbremsung, Notbremsung sozusagen, zum Stehen kommt. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilft, weil das brauchen wir dann letzten Endes immer wieder, auch wenn es um das Thema Anhalteweg und so weiter und Berechnung derselben und geht. Die ganze Physik, die ist zwar eine schöne Sache auf eine Art, wenn man sie auch verstanden hat, aber die dient letzten Endes dazu, um uns sicherer zu machen. Man muss auch rechnen können mit dem, was man erfahrungsmäßig ermittelt hat, muss man dann auch rechnen können, sodass man sagt, jawohl, damit weiß ich, ich bin auf der sicheren Seite. Denn wie heißt es doch so schön, auf der sicheren Seite, sollte diese, also letzten Endes die Bremshundertstel, sollten diese bei der Berechnung nicht erreicht werden, muss der Triebfahrzeugführer eine sogenannte Fahrplanmitteilung der Betriebszentrale einholen, die dann weitere Maßnahmen an den, Fahrzeugführer mitteilt. Und zwar eine andere Bremsberechnung und so weiter. Warum? Wenn er sie nicht erreicht, muss er langsamer fahren. Eigentlich ganz einfach. Aber das muss wieder die Zentrale wissen, sonst funktioniert das alles nicht. Sonst meckern die und sagen, hey, mach die Strecke frei. Du bummelst. Nee, sagt er, ich kann nicht anders. Also es ist ein gegenseitiges Abstimmen. Gut, ich wünsche euch noch einen SS, einen schönen Sonntag und verbleibe mit besten Grüßen und Wünschen.